So, mit den Leuten können wir uns allen durchquatschen, inklusive Flinkback Winter. Sehr viele Händler gibt es hier auch, die einem schönes Zeug verkaufen. Kettenpanzerhose, Stahlschildpanzer. Der ist verdammt nice. Kostet aber auch gleich mal 21 Gold. Also ja, verkaufen wir der mal das, was wir nicht mehr brauchen. Paar grüne Juwelen zum Beispiel. Also ja, gucken wir uns erstmal die Händler an. Händler gibt es ja zum Glück nicht so viele. Die drei hier und hier oben sind noch zwei, ja. Du hast Zauber, Mentalzauber. Amboss, du siehst aus wie ein Heilerheld. Ja, du hast auch Heilung. Hochlevelige Heilung. Du hast Elementarmagie und Alba. Ah, du hast Heilmagie. Also Weißmagie. Die gute Weißmagie. Hast aber kein nichts in unserer Kragenweite. Gut, dann reden wir mal mit den Leuten. Fangen hier an und arbeiten uns dann vor bis zu Urias. Ein Runenkrieger? Da soll mich doch Zarach persönlich holen. Gesellt euch zu mir. Berichtet. Ich bin mir sicher, ihr habt eine spannende Geschichte zu erzählen. Noch ist nicht die Zeit für Geschichten. Schade. Ich bin Tana, Badin aus der Hohenmark. Okay, was war das gerade für ein Angriff? Ah, das war wahrscheinlich wieder hier unten irgendwo, hä? Oh. Ich höre. Zu euren Diensten. Machen wir es so, okay. Willkommen. Erzählt mir von der Hohenmark. Gern, die Hohenmark ist ein reiches und fruchtbares Land. Ihr werdet Nordtanda in zwei Atemzügen vergessen haben, wenn ihr einmal dort gewesen seid. Das dürfte zurzeit schwerfallen. Ja, die Grenzen sind geschlossen. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß nur, dass es etwas mit dem Konflikt im Osten zu tun hat. Doch es gibt wohl auch Streitereien innerhalb der Häuser. Man hat uns gesagt, dass die Grenze so schnell wohl nicht wieder geöffnet wird. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr. Hohenmark, die werden wir leider in Spellforce 1 auch nie sehen. Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern kann. Die spielt eher, ist eher der Hauptort für Spellforce 2. Ah, noch ein Krieger, der unser Schicksal teilen will. Willkommen in der Feste der Verdammten. Verzeiht meine giftige Zunge. Diese Burg ist ein Grab und wir sind darin gefangen. Ich bin John. Sie nennen mich einen Fährtensucher. Da ist gerade unser Titan vorbeigestapft und da ist unsere Armee. Ja, was hat euch hierher verschlagen? Was hat euch hierher verschlagen? Tana und ich waren in eigener Sache auf dem Weg in die Düsterlande. Wir hatten gerade unsere Vorräte aufgefüllt, als der Angriff erfolgte. Was genau ist geschehen? Es war ein gigantischer Schlag. Wie eine graue Welle strömten sie vom Osten her über das Land und brandeten gegen die Mauern. Der äußere Ring und die Nordfeste wurden beim ersten Angriff zerstört. Seitdem halten wir hier aus. Warum hat niemand versucht, nach Osten durchzudringen? Wir wissen nur, dass der Weg durch den Schlangenpass eine Todesfalle ist. Urias sprach immer wieder von einer Verstärkung des Ordens, aber niemand kam. Kennt ihr euch in diesen Landen aus? Kennt ihr euch in diesen Landen aus? Ein wenig. An diese Gebiete grenzen die nördlichen und südlichen Windwallberge und die klagenden Steine. Über welches Land soll ich euch berichten? Ja, da in den beiden waren wir eigentlich schon mal, aber fragen wir Die trotzdem. nördlichen Windwallberge.
Das Haus Halit hat dort seinen Sitz, in der Burg Brunnenfels. Sie sind mit den Zwergen aus Windholme in den südlichen Windwallbergen verbündet. Die ältesten Söhne der Herrscher erneuern diesen Schwur jede Generation. Seit jeher kämpfen sie Seite an Seite. Die Haliten sind ein einfaches Volk und gerade heraus. Nicht so verbissen wie die Utraner oder so düster wie die Grauen von Wulfgar. Düster wie die Fünf. Ja, mit Wulfgar hatten wir leider nicht so viel zu tun, außer dass sie halt Graufurt verteidigen. Wir hatten nur den netten Wulfgar-Wächter ganz am Anfang des Spiels. Also von unserer Story hier. Kennt ihr euch in diesen Landen aus? Kennt ihr euch in diesen Landen aus? Ein wenig. Die südlichen Windwallberge. Dort liegt die Heimat der halitischen Zwerge, Windholme. Die Wiege der Freundschaft zwischen Menschen und Zwergen. Das Land dort ist rau und seine Einwohner nicht minder. Aber wer sich einmal den Respekt der Zwerge verdient hat, wird in ihnen die ehrlichsten und treuesten Freunde finden. Die Minen bringen Metalle wie Iridian und Mondsilber an die Oberfläche. Die Zwerge verteidigen sie allzeit gegen die Urwesen, die immer wieder aus den Bergen herabsteigen. Mhm. Dann nochmal. Kennt ihr euch in die... Ein wenig. Überweg... Die klagenden Steine. Einst stand dort eine mächtige Feste der ehernen Falken. Sie wachten über den Schlaf der Fialdark, die tief unter diesem Lande unter dem Bann der Götter schlafen. Zumindest taten sie dies bis zur Konvokation. Wer weiß, was aus ihnen geworden ist. Die Feste wurde im Konvokationskrieg zerstört und ist nun ein schauriger Ort. Von hier aus strömen die Horden der Untoten ins Land. Denn dort befindet sich das einzige Portal nach Whisper, der Stadt des Todes. Also ja, die klagenden Steine stehen zwischen uns und Whisper, wo wir auch noch hin müssen. Was habt ihr da in der Hand? Was habt ihr da in der Hand? Dieses seltsame Bruchstück hier. Fragt nicht. Ein Sterbender, dem ich helfen wollte, drückte es mir in die Hand. Er kam aus Whisper, wo die Verdammten herrschen. Er flüsterte noch, das Bruchstück gehöre zu einem großen Steinbild, dem Mosaik des Todes. Solange das Bild zerbrochen ist, besteht keine Gefahr. Doch wird das Mosaik wieder zusammengesetzt, dann öffnet sich ein Tor ins Reich der Untoten. Mehr kann ich euch auch nicht sagen. Aber wenn es euch so interessiert, bitte nehmt das Stück nur an euch. Ich will es gar nicht haben. Und denkt an meine Warnung. Sollten die Bruchstücke wieder vereint werden, droht große Gefahr. Gut. Gegenstand erhalten. Erstes Bruchstück des Mosaiks. Haben wir dazu auch eine Quest? Nein. Ja, die Mosaiks sind so eine Art Neben-Sekundär-Quest. Also wir kriegen keinen Questlog dafür. Wir können sie einfach sammeln und gut ist. Eieiei, sind da viele. Oh. Schon wie es aussieht, kommen auch immer mal wieder Untote gegen die Mauern gerannt, die zum Glück verschlossen sind. Auch gut. Hi, Flink. Holla, ein neues Gesicht. Hoffe mal, ihr seid etwas umgänglicher als diese ganzen größenwahnsinnigen Möchtegernhelden, die sich hier sonst herumtreiben. Diese Leute schützen euer Leben mit dem ihren. Na wunderbar. Genau das, was wir gebraucht haben. Noch ein größenwahnsinniger Held. Gestatten? Flink McWinter, ein Reisender. Zumindest hoffe ich, das bald wieder zu sein. Ja. Flink McWinter. Lernt ihn lieben, lernt ihn hassen. Wir werden ihn so schnell nicht loswerden. Also ich kann schon mal verraten, Flink McWinter ist ein Charakter, der in allen drei Geschichten von Spellforce 1 vorkommt. Und er ist nicht weniger nerviger als hier gerade. Was macht ein Kerl wie ihr in einer Festung wie dieser? Warum wusste ich nur, dass ihr diese Frage stellen würdet? Wahrscheinlich, weil ich ein Menschenkenner bin, im Gegensatz zu euch. Auch ich kenne die Menschen, zumindest den ein oder anderen Weg, sie für immer zum Schweigen zu bringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Reizend. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Nun, um eure Frage zu beantworten, ich war auf der Suche nach jemandem. Ich kam nur gerade zufällig hier vorbei, als der erste Angriff erfolgte. Und wen? Wen genau sucht ihr? Einen alten Geschäftsfreund von mir, Cassius Demer. Falls ihr ihn oder was auch immer von ihm übrig ist, irgendwo antreffen solltet, lasst es mich bitte wissen.
Okay. Das ist eine neue Quest. Trickster. Ja, Trickster trifft das ziemlich gut mit Flink McWinter. Flink McWinter bezeichnet sich selbst als Reisender, scheint aber nebenbei auch zwielichtigen Tätigkeiten nachzugehen. Er wird so schnell es geht aus dem Grauschattental flüchten. Leute wie er scheinen sich nur in Städten so richtig wohlzufühlen. Sucht nach Hinweisen auf Cassius. Cassius Dema, ein Geschäftsfreund von Flink, wird vermisst. Flink vermutet ihn in den Düsterlanden, hat aber bei der jetzigen Lage nicht mehr so recht Lust nach ihm zu suchen. Er ist jedoch auch für Hinweise auf den Verbleib von Cassius dankbar. Mhm. So, eine Truhe. Diese Truhe scheint auf magischem Weg mit Bändern aus Silber versiegelt worden zu sein. Ein silbernes Schloss befindet sich an der Vorderseite. Okay, das ist von alleine weitergesprungen. Doof. So, dann haben wir noch Morten Tame, mit dem wir reden können. Oh, hier oben. Torgon Famir. Du siehst eher aus wie ein Utraner als wie ein Ordensmitglieder. Welcher verschlungene Pfad führt euch hierher? Seid ihr gekommen, um mit uns zu sterben? Nein, ich bin hier, um mit euch zu kämpfen, Freund. Und zu siegen. Dann seid ihr törichter, als ihr ausseht. Schlagt die untote Horde in einer Schlacht und sie kehren hundertfach stärker zurück. Sie bringen den Tod und der Tod nährt sie. Der Tag wird kommen, an dem sie alles Leben vertilgt haben. Hoffnung gibt es immer. Wer seid ihr, Ritter? Ich bin Turgon, Schmied und Waffenmeister dieser Feste. Warum seid ihr so mutlos, Turgon? Weil wir hier wie die Lämmer auf den Schlachter warten. Schaut euch all diese guten Kerle hier an. Noch vor dem nächsten Mond sind sie alle tot. Oder Schlimmeres. Ich habe genug von diesem sinnlosen Spiel. Doch Urias hält uns hier wie Gefangene. Dieser Narr. Ich werde nicht mit den anderen im Staub enden. Nein! Ihr dagegen seht aus wie jemand, der es kaum erwarten kann, sein Blut zu vergießen. Benötigt ihr ein paar Ratschläge, wie ihr euer Leben am teuersten verkaufen könnt? Ja, lasst mal hören. Lasst eure Ratschläge hören, Freund. Wenn ihr gegen sie kämpft, dann sucht ihre Meister. Findet diejenigen, die sie anführen. Jede Gruppe, jedes Heer hat einen Captain. Solange dieser kämpft, nimmt es kein Ende. Immer neue Kreaturen schließen sich dann dem Heer an. Sie sind unerbittlich. Vernichtet ihr aber die Anführer, so brecht ihr ihre Stärke. Dies ist der einzige Weg. Ihr scheint nicht dumm zu sein. Vielleicht überlebt ihr dieses Gemetzel hier ja wirklich. Nun, solltet ihr jemals nach Graufurt zurückkehren, dann bitte ich euch, dort etwas für mich zu erledigen. Bringt diesen Brief zu Tanara, der Weberin. Aber öffnet ihn nicht. Er ist nicht für eure Augen bestimmt. Gut, ich werde daran denken. Es mag aber eine Weile dauern. Es eilt nicht. Es ist nur... Geht jetzt. Ihr habt sicher noch viel zu tun. Okay. Ja, Turgos Brief an Tanara. Ah! Sonst haben die nichts mehr Neues zu sagen, gell? Willkommen! Willkommen zurück! Der kann mir immer noch nur was über die Länder erzählen. Du noch was? Na, neue Hände? Nein. Ich grüße euch im Namen des Ordens. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Welche Hilfe benötigt ihr? Die Untoten belagern uns schon lange. Solange sie außerhalb der Mauern bleiben, können wir durchhalten. Doch vor einigen Tagen gelangten sie durch einen der Geheimgänge in die Festung. Es war grauenhaft. Wie konnten die Untoten ins Innere der Festung gelangen? Die Geheimgänge sind damals von den Zwergen als Fluchttunnel gegraben worden. Nur wenigen ist ihre Existenz überhaupt bekannt.
Haben die Untoten sie durch Zufall entdeckt? Unmöglich bei zwergischer Arbeit. Jemand aus der Feste muss uns verraten haben. Wir haben den Gang verschüttet und Wachen davor postiert. Aber solange noch ein Verräter unter uns weilt, können wir keine Ruhe finden. Habt ihr einen Verdacht? Nein, es muss einer der Zauberer oder der Kommandanten sein. Wenn ich auf Hinweise stoße, lasse ich es euch wissen. Das wird wahrscheinlich hier gewesen sein, wenn da vor Ordensritter stehen.